1913 begann die Jugendbewegung. Der Erste Weltkrieg kam dazwischen und nachher blühte er wieder auf. Und die katholische Jugend nahm da auch Anteil. Ich wünschte, dass heute die Jugend noch einmal so etwas erleben könnte wie damals. Karl Eisner hatte sich gleich, als er in die Schule kam und einen guten Lehrer hatte, Dr. Finnenberg, in dieser Jugend engagiert und war wohl auch ein begnadeter Jugendführer, was der Dr. Finnenberg, sein Mentor sozusagen, auch gemerkt hatte und hat ihn dann immer wieder an entsprechender Seite eingestellt. Das, was er in Deutschland gemacht hatte, die Jugendläger zu allen, die Fahrten, das konnte er, nachdem Hitler 1933 die Macht übernommen hatte, nicht mehr tun. Das war allerdings nicht nur eine Freizeitbeschäftigung, sondern er hatte pädagogische Ansichten für diese Läger. Die Jungen sollten etwas lernen. Und manche, die das absolut nicht wollten, durften dann später auch nicht mehr mitfahren. Damals, als dann 1934 verschiedenste Gruppenführer überlegten, wie sie das gestern weiterführen sollten, war oft die Idee, das in die Niederlande zu verlegen. Und Karl Eisner tat das dann auch und wählte sich hier Großbeck aus. Ich habe das Gelände noch etwas besser kennenlernen können, wenig verbaut, mit einem Teilnehmer des damaligen Lagers, der Brücksken, wie Karl Eisner im Tagebuch schrieb, dem Landrat und Bürgermeister von Kleve. Schneider war er von Beruf und er war ganz gerührt, als wir nochmal hier hinfuhren, auf den Entenpool dann kennenlernten, wo sie sich gewaschen haben und Wasser gezogen haben, das eben erleben durfte. Es wurde schon erwähnt, dass dieses Tagebuch Nummer 13 von ihm notierte, was er alles da erlebt hatte. Und Gott sei Dank ist das in Münster wieder aufgefunden worden. Nicht alle Tagebücher sind zurückgekommen, aber dieses war dabei. Und ich freue mich, dass das hier auch nochmal dann solche Folgenkosten hatte, sozusagen.